Moin Leute, na, vielleicht habt ihr schon mitbekommen, The Witcher 3 kommt ja in Summoners War als Kollabo und Comtoas hat eben gerade die ganzen Informationen gedroppt, wie das Ganze aussehen soll, was Inhalt der Kollabo sein soll, wie die Monster schon teilweise aussehen und was noch so alles dabei ist. Da ist eine Menge dabei, haltet euch fest. Wir gucken uns jetzt einmal an die Entwicklernotiz, die Comtoas released hat zu der Kollabo mit The Witcher 3. Und dann würde ich sagen, starten wir rein. Doch solltet ihr vorher vielleicht noch ein bisschen Geld sparen wollen in Summoners War, dann checkt doch gerne mal den Sponsor für dieses Video aus. Die Huawei App Gallery hat jetzt bis zum 31. noch 58% Rabatt für euch zu bieten, wenn ihr Summoners War über die Huawei App Gallery installiert. Das bedeutet, ihr habt die Möglichkeit, wieder einfach so Coupons einzulösen und damit euren Einkauf zu rabattieren. Das sind einmal diese Coupons, wo ihr bis zu 31% schon mal runternehmen könnt von eurem Kaufpreis. Plus an den Wochenenden habt ihr die Möglichkeit, nochmal 5% Cashback zu bekommen in Form von Huawei-Punkten. Und wir haben dann zum Ende noch das dritte Angebot, wo ihr die Möglichkeit habt, je nachdem wie viel Geld ihr ausgegeben habt, dann den zweiten oder dritten Einkauf auch nochmal zusätzlich zu rabattieren. Insgesamt bis zu 58% Geld, was ihr hier in der Huawei App Gallery sparen könnt, wenn ihr für SW plant, vielleicht Geld auszugeben. Habe ich das jetzt mal hier gedroppt, solltet ihr daran Interesse haben an den Angeboten, die Links dazu sind unten in der Videobeschreibung und ich würde sagen, wir starten rein. Dann würde ich sagen, einmal rein in die Entwicklernotiz. Die Entwicklernotiz enthält jetzt einiges an Inhalten, die ich für euch jetzt mal so ein bisschen in kürzerer Form zusammenfassen möchte. Wenn euch diese Art von Zusammenfassungsvideos gefallen, lasst gerne mal einen Daumen auf dem Video da. Würde mir sehr helfen, um auch anderen Leuten vielleicht diese Kurzform in die YouTube-Timeline zu spülen. In dem Sinne, wir gehen los und ihr seht schon die ersten Bilder hier drauf. Wir sehen Geralt, wir sehen Yennefer, Triss und Ciri. Das sind die vier Charaktere, die wir jetzt auch in Summoners War sehen werden, die aus The Witcher 3 kommen. Und holy shit, die sehen ziemlich gut aus, muss man sagen. Wenn man sich hier mal ein bisschen anguckt und wir scrollen noch mal ein bisschen durch, das ist, glaube ich, ein richtig cooles Bild, wo man die mal so alle ein wenig sieht. Und oh ja, ich glaube, die passen ziemlich, ziemlich gut in das Summoners War Theme mit rein. Ein bisschen Ähnlichkeit auch so vom ganzen Stil her mit den Assassinen aus der letzten Kollabo, ja, also so grundlegend. Wenn man hier wahrscheinlich so ein paar Haare färblich verändern würde, könnte man auch denken, beispielsweise bei Ciri, es könnte auch eine Cassandra sein, aber gut. Das passt schon, würde ich sagen. Die sehen ziemlich, ziemlich nice aus und gerade auch der Artstyle, also das Art-Team hat hier wieder sich übertroffen und haltet euch fest, da kommt noch einiges. Es sind jetzt nicht nur die ganzen Monster, sondern da kommt noch was, was zu The Witcher natürlich auch passt richtig gut. Und neben dem ganzen Text, der jetzt hier nochmal drin steht, wo so ein bisschen beschrieben wurde, warum und wie und was sich alles so gedacht wurde und welche Charaktere es sind und die nochmal beschrieben worden sind, dass es eben Geralt, Ciri, Yennefer und Triss sind. Und dass diese jetzt neuen Monster in Summoners War dann als Net 4 und auch als Net 5 Version mit im Spiel sind. Das steht hier alles in diesem Text drin. Und wir sehen hier schon mal so ein paar kleine Vorschaucharaktere für die verschiedenen Monster. Wir sehen hier vor allem die ganzen, sage ich mal, Net 5 Varianten. Ob es noch mehr davon geben wird, bleibt abzuwarten. Aber wir sehen, wenn man sich die so ein bisschen durchliest, durchaus sehr interessante Skillsets wieder. Und wir machen das mal, wir gucken uns die mal ein bisschen gemeinsam an. Erste Fähigkeit von dem Geralt ist, dass wir Angriffskraft reduzieren können auf einem Gegner. Zweite Fähigkeit kann dreimal alle Gegner angreifen, Verteidigung brechen mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% und auch gleichzeitig die Angriffsleiste reduzieren. Je nachdem, wir sehen es jetzt natürlich noch nicht in diesen kleinen Vorschauen, aber wenn die Aktivierungsrate von diesen 30% jeweils, wenn das noch ein bisschen erhöht wird durch Skill-Ups, so vielleicht auf 50, dann klingt das schon mal ziemlich gut für eine zweite Fähigkeit. Zerreißen ist dann, dass ein Gegner angegriffen wird, um ihn zu betäuben, Angriffsleiste zurückzusetzen und der Schaden ist proportional zur Max-HP des Gegners. Wenn das Ziel immun gegen Betäubung ist, reduziert sich die Abklingzeit von Zerreißen um 2 Runden. Das klingt nach einer Fähigkeit, die man vielleicht in Dungeons spielen möchte. So glaube ich zumindest. Geralt wird übrigens in Wasser auch das Monster sein, was wir alle kriegen. Was wir alle kriegen sollen, so steht es zumindest weiter unten noch. Dementsprechend würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. Wir haben Ciri noch als ein weiteres Monster, was hier vorgestellt worden ist. Ciri vor allem Geschwindigkeit hier sehr, sehr wichtig. Gegner werden zweimal angegriffen oder der Gegner wird zweimal angegriffen. Schaden proportional. Also Angriffsgeschwindigkeit wird gemacht. Jeder Treffer erhöht die Wahrscheinlichkeit auf einen Streifschuss, also ein Streifschuss-Debuff wird verteilt. Zweite Fähigkeit greift den Gegner an, um Schaden zuzufügen. Verteidigung entsprechend der Angriffsgeschwindigkeit zu ignorieren. Also da gibt es wieder die Differenz zwischen deiner Geschwindigkeit und ne, so ein bisschen, es ist so ein bisschen ähnlich, also so vom Konzept her, sage ich mal, ähnlich, wie es auch schon bei Sonja der Fall ist, für alle Summoners War Spieler ist auch ein Monster, was das so ein bisschen ähnlich kann, nur geht es da, glaube ich, nicht um die Angriffsgeschwindigkeit.
Und dann haben wir noch den Teleportationshieb, greift alle Gegner zweimal an, wobei jeder Treffer deren Angriffsgeschwindigkeit für 2 Runden verringert. Danach wird deine Angriffsleiste proportional zur Anzahl der Gegner mit langsameren Angriffsgeschwindigkeit als du hast wiederhergestellt. Klingt auch sehr interessant, sodass man die dritte gegen die zweite, also dritte into zweite Fähigkeit machen kann. Ciri in Wind, hier auch ein sehr interessantes Monster. Und für alle, die vielleicht jetzt aus dem Universum eher der Witcher kommen, es gibt hier von diesen Monstern bis zu 5 Charaktere in Summoner's War. Also jedes ist hier immer nur ein Auszug aus einer gesamten Reihe von 5 Monstern. Dann haben wir Yennefer, Denethfive, also ein Dunkelheitsmonster, was hier noch mit dabei ist. Greift einen Gegner an, Wahrscheinlichkeit von 50% zum Schweigen zu bringen. Ist jetzt meist nicht so ein toller Debuff, finde ich. Magische Barriere entfernt einen schädlichen Effekt von allen Verbündeten und erzeugt für 2 Runden ein Schild, der 20% der Max-HP entspricht. Also sie scheint so eine Art Support zu sein, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und dann haben wir noch den statischen Schock. Greift alle Gegner an, um sie zu betäuben, ihre Angriffsgeschwindigkeit für eine Runde zu verringern und verringert die Abklingzeit der Fertigkeit. Statischer Schock um eine Runde, wenn du während des Zuges des Gegners nicht angegriffen wirst. Also scheint eher so ein Support-Mansatz zu sein, was hoffentlich nicht den Fokus bekommt, damit die dritte Fähigkeit hier Sinn macht. Und dann haben wir Triss als allerletztes hier in dieser kleinen Sneak Peek. Bedenkt dabei immer, hier sind die ganzen Cooldowns noch nicht aufgezeichnet. Hier sind die ganzen Aktivierungsraten noch nicht final, die ihr mit Skill-Ups bekommen könnt. Also von daher immer mit einer Prise Salz das Ganze. Feuerschuss, HP-Erholung für 2 Runden, Wahrscheinlichkeit von 50% ist immer nicht so der Knaller, aber gut. Brandfleck greift den Gegner an, um ihn mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% für eine Runde zu betäuben und seine Verteidigung mit einer Wahrscheinlichkeit von 30% für 2 Runden zu verringern. Also sehr wahrscheinliche Betäubung und eher weniger wahrscheinliche Verteidigungsbrechung ist der Brandfleck. Und dann haben wir Flammenbarriere, dass alle Gegner wieder angegriffen werden, Angriffsleiste zurückgesetzt. Außerdem wird hier dann noch Brandmal und Streifschuss-Debuff verteilt. Also gerade so für so Kontrollsachen sieht für mich wirklich Geralt in Wasser als auch die Triss in Feuer sehr interessant aus und mehr für Damage ist denn Ciri da und Yennefer ist eher so der Support. Aber muss man dazu sagen, dunkel Yennefer, die muss man auch erstmal bekommen. Ich bin sehr gespannt, wie die anderen so aussehen, weil wie gesagt, hier steht natürlich drin, dass Ciri, Yennefer und so weiter abhängig von ihren Attributen entweder als 4-Sterne- oder 5-Sterne-Charaktere hinzugefügt werden. Also das heißt zum einen, wir haben den Vorteil, wenn ihr 4-Sterne-Varianten zieht, könnt ihr damit einfacher die 5-Stars ausgehen und vielleicht Devilmons sparen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ihr dann vielleicht noch weitere Net-5s hier in den Familien habt. Wie viele wissen wir noch nicht. Was wir aber wissen ist, dass noch ein neues Gebäude auf die Himmelsinsel kommt. Und zwar der sagenumwobene Kaer Morhen. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Ich habe keine Ahnung. Das ist doch diese Wolfsschule. Genau, die Hochburg der Wolfsschule ist mit dabei und erscheint jetzt auf der Himmelsinsel als kleines Eventgebäude. Und damit einher kommen auch noch 2 weitere, sage ich mal, Möglichkeiten, die ihr hier bekommt. Das eine sind irgendwelche Quests, die ihr im Rahmen der Kollabo machen müsst. Und dann für alle The Witcher-Fans, ihr kennt ganz sicherlich auch das Kartenspiel. Gwent heißt es, glaube ich, oder Gwent. Und Comtoas hat sich überlegt, wäre eigentlich ganz cool für die Kollabo, das mit reinzubringen ins Game. Und naja, wie soll ich sagen, da ist es. Wir haben ein extra, das ist wirklich krass, wir haben ein extra Kartenspiel aus The Witcher in Summoner's War bekommen. Das sind die Karten und die Decks und alles. Und wenn ihr von The Witcher kommt und das Kartenspiel vielleicht kennt, könnt ihr euch damit vielleicht identifizieren. Ich muss mir das erstmal selber anlesen, weil ich bin nicht so tief drin im Witcher-Strudel, sag ich's mal. Und muss mir da auch erstmal einen Überblick machen. Aber ich kann euch ja immer nur die Bilder zeigen. Jetzt ist hier noch groß erklärt worden, wie das alles funktioniert. Könnt ihr euch alles in Ruhe durchlesen. Vielleicht auch mal selber. Aber was ich einfach nur krass finde, ist, dass die einfach nochmal zu der Kollabo einfach nochmal ein Spiel innerhalb eines Spiels quasi programmiert und auch vom Art-Design her mit reingebracht haben. Und guckt euch das an, dieses Art-Design sieht ja mal übel gut aus. Hier auch die Summoner's War Charaktere, das Art-Team macht schon wieder den Job ihres Lebens. Also es ist wirklich komplett krass, was in SW die ganzen Leute für die Darstellungen hier da sind, schon wieder abreißen. Also es ist komplett wild. Also eigenes Spiel, Gwent kommt auch noch mit rein, perfekt. In die Kollabo, also das hatten wir glaube ich so in dem Umfang auch noch nicht. Das ist heftig, 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 heftig. Und dann kriegt ihr auch fürs Gwent spielen, also ist nicht nur, dass es so da ist, sondern ihr könnt wenn ihr Gwent jetzt spielt, könnt ihr
damit natürlich auch bestimmte Belohnungen absammeln, weitere Packs, also weitere Kartenpacks. Es gibt irgendwie so ein Starterpack von, ich glaube, von Durant. Das erste Starterpack, mit dem ihr startet, ist von Durant mit diesen Karten. Und dann könnt ihr noch weitere Starterpacks von Lucana und Rayna freischalten und damit dann das Kartenspiel spielen. Das ist unglaublich. Also das hatten wir so in der Form noch nie. Und wir haben einiges an natürlich auch Ingame-Items, weil wir wollen ja auch noch Summoners War spielen, logischerweise, wo wir Energy mitbekommen können. Legendäre Runen, Juwelen der Urzeit, eine Witcher-Schriftrolle, dass ihr eins dieser Monster auf jeden Fall bekommt. Interessant. Also eine Witcher-Rolle for free und am Ende des Ganzen ein Schleifstein der Urzeit. Ja. Wieder so einen kleinen Belohnungspfad, auch nicht so schlecht. Dann haben wir natürlich, wir sind noch nicht durch, wir werden wieder ein Event-Dungeon bekommen. Analog zu dem, wie wir es auch schon bei Assassin's Creed hatten. Ich glaube, da wird sich nicht so viel ändern. Hier ist so ein bisschen das Design angepasst an The Witcher, würde ich sagen. Aber grundlegend wird es wieder so laufen. Man muss hier wieder entsprechende Monster besiegen. Und nach dem Besiegen habt ihr wieder die Möglichkeit, bestimmte Buffs euch zu geben, um euch dann durch dieses Labyrinth durchzuschlängeln. Gibt wieder verschiedene Schwierigkeitsgrade dafür und ihr müsst dann da wieder durch, wahrscheinlich wieder Quests erfüllen, die im Rahmen der Kollabo dabei sind, um dann möglichst hohen Schwierigkeitsgrad zu erreichen. Das Ganze gibt es hier wieder in Normal, Hard und Hell. Ich glaube, für alle, die Assassin's Creed Kollabo im letzten Jahr gesehen haben, wird das jetzt nicht neu sein. Aber was vielleicht neu ist, sind diese Bosse hier. Die sehen auch wieder ziemlich cool aus. Und da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe The Witcher selber nie gespielt, sondern nur kurze Zusammenfassungen gesehen und festgestellt, anscheinend habe ich da einiges verpasst. Aber die sehen auch schon wieder, also wenn das so aus dem Witcher-Universum ist, ich hoffe es zumindest, das sieht schon wieder ziemlich heftig gut aus. Ne? Also sehr coole Fantasy-Kreaturen hier, die dann natürlich auch in Summoners War als kleine Bosse dann da sind. Wild. Wild, 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 was hier alles dabei ist und was man hier alles bekommen kann. Und wenn man den ganzen Abschluss hier geschafft hat durch die verschiedenen Event-Dungeons, habt ihr auch noch weitere Belohnungen, irgendwelche Token des Hexers. Ich denke mal, mit der ganzen Kollaboration wird auch noch so ein kleines Event wahrscheinlich, wo ihr diese Token wahrscheinlich loswerden könnt, dabei sein. Und ich denke, da wird einiges auf uns zukommen. Hier kommen noch wöchentliche Spezialbelohnungen für den Abschluss der Hellmodis, also dass ihr jede Woche dieses Ding macht, kriegt ihr dafür auch nochmal zusätzliche Belohnungen, 250 Kristalle, Devilmons, Segen der Beschwörung, das ist das Ding, wo ihr euch zwei Net Fives aussuchen könnt, also eins aus zwei, oh, 6-Sterne-Rune, Schleifstein der Urzeit, Juwel der Urzeit, 2 Aufarbeitungssteine, LD-Rolle und ein zufälliges Attribut bzw. Typ-Artefakt. Ich finde es immer noch ein bisschen komisch, dass als allerletztes ein Artefakt steht, wo wir alle wissen, dass ihr da draußen keine Artefakte farmt. Aber ja gut, ich hätte eher sowas wie eine Witcher-Rolle gesehen. Ich glaube, da hätten viel mehr Leute drauf Bock. Aber gut, das muss kommt aus ja wissen, wie sie die Belohnungen so verteilen. Ihr sollt ja wahrscheinlich auch noch Pakete kaufen. Der Zeitraum der Event-Dungeons wird für 9 Wochen zugänglich sein. Das heißt, wird ein langer Zeitraum werden. Das Ganze startet ab dem 31. Januar. Das heißt, in dieser Zeit, in den 9 Wochen, die dann so stattfindet, das Ganze bis zum 31.3., habt ihr jetzt die Möglichkeit, an diese neuen Charaktere zu kommen. Und das natürlich wieder so, ne? FOMO kickt wieder. Also nur in dieser Zeit habt ihr die Möglichkeit, an Witcher-Charaktere zu kommen. Wenn der Zeitraum vorbei ist, dann ist auch mit diesen Charakteren vorbei. Ihr könnt danach sicherlich Summoner's War-Editionen davon bekommen. So war es ja in der Vergangenheit auch immer. Aber die sind dann in diesem Witcher-Design sind dann wahrscheinlich nicht mehr verfügbar. Dann kommen wieder einige neue Rivalen. Meister X kommt wieder zurück in die Arena. Wir werden einige Emojis auch noch bekommen. Passend zu der Kollabo hatten wir ja bei Assassin's Creed auch schon. Einige Missionsinhalte kommen natürlich auch noch mit hinzu für dieses Kaer Morhen. Und es kommt noch einiges auf euch zu. Zeitraum 31. Januar, 1. bis 1. April ist das Ganze hier quasi anvisiert. Also da stand gerade 31.3., aber das waren, glaube ich, wie lange dieser Dungeon geht. Und bis zum 1.4. könnt ihr dann noch alles einsammeln wahrscheinlich. Und dann ist das Ding durch. Wir werden natürlich auch, selbstverständlich, wir werden natürlich auch eine neue Schriftrolle bekommen. Die Witcher-Schriftrolle. Man kennt's. Bin mal gespannt, wie die aussieht, aber die wird wahrscheinlich genauso sein wie alle anderen. Wird eine legendäre Schriftrolle sein. Ihr könnt ihr ein 4- bis 5-Sterne-Monster beschwören. Und was dann vor allem aus der The Witcher-Kollabo kommt. Und safe werdet ihr die auch kaufen können. Aber ganz safe. Und deswegen gehen wir mal weiter. Hier geht's noch auch für, gibt's auch einen Zeitplan für die Event-Dungeons plus auch für dieses Kartenspiel, was ja auch jede Woche irgendwie sich noch verändert. Also
eine Menge Zeug, was in dieser Kollabo dabei ist. Das waren jetzt 13 Minuten Infomaterial über die gesamte Kollabo. Ich hoffe, ihr seid hyped, weil das war der Gesamtüberblick über die Kollabo. Am 31. geht's los, 31.01. startet alles. Guckt, dass ihr bis dahin natürlich noch alle Events, die bis jetzt noch offen sind, beendet. Grüße gehen raus auch ans Rune-Event, was ihr da alles noch habt. Und das ist The Witcher 3, was jetzt in den Startlöchern kommt. Parallel zu The Witcher ist übrigens auch noch ein Balance-Patch erschienen. Den gucken wir uns in einem gesonderten Video an. Checkt gerne mal auf dem Kanal hier aus. Da hat sich nochmal einiges verändert, was auch die Monster angeht. Wir sind jetzt aber jetzt erstmal durch mit dem Video, würde ich sagen. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit. Vergesst den Daumen auf dem Video nicht und ich bin raus.